Tja, Trockenheit oder Unwetter, wie es weitergeht in den nächsten Tagen, das erfahren Sie gleich im Wetter bei Bernd Fuchs. Aber erstmal der Sport, Birgit. Wir sind beim Fußball. Ja, was für ein toller Start in die Bundesliga. Von so einem Einstand hat BVB-Trainer Thomas Tuchel kaum zu träumen gewagt. Bei der 4:0-Torparty gegen Gladbach präsentierte sich Dortmund in alter Stärke. Wie unser Experte Uli Stein die Dortmund-Gala und die anderen Highlights des ersten Spieltages bewertet, wissen Volker Wallmüller und Reinhard Brinks. Und hier noch das Ergebnis vom Sonntagsspiel heute Nachmittag. Wolfsburg Sieg gegen Frankfurt 2:1. Ja, und darauf haben die deutschen Fans 4 Jahre lang gewartet. Basketballgigant Dirk Nowitzki feierte heute in Bremen sein Heimcomeback mit der Nationalmannschaft. Ebenfalls im deutschen Team dabei NBA-Star Dennis Schröder. Wie der Test gegen Kroatien 3 Wochen vor der EM im eigenen Land ausgegangen ist, wissen Jan Fleming und Marc Betz.